am meisten Applaus kriegt. Doch während alle spielten live on stage, war schon der Dezibelmesser auf Weekend eingestellt. RTL kam mit Fragen über deinen Erfolgsrap. Auch die Antworten hatten sie vorgeschrieben, voll nett. Ob es auch bei der Bravo-Welt zum Hype reicht? Falls ja, High Five. Es wurde ein Skript verfasst, du hast brav mitgemacht und nicht nur wegen Schmächtigkeit sehr gut ins Bild gepasst. Los, Weekend, schreib einen Text im Bus. Und dann bekommt vom Gig die Backstage Klos. Cool, dass dich als vier Leute endlich kenne. Lass ich dich wie Tyson Wolf nur auch sicherlich verstehen. Nach nem Biss hab ich hoffentlich kein Loch zwischen den Zähnen. Jetzt habt ihr das Wunschfinale vom letzten Jahr. Nur dass es damals noch ein bisschen mehr Interesse gab. Woran liegt's denn an Weekend, dem Kackspassen? Der ist zwar kein Liftboy, aber macht auf Verablassen. Bei deiner letzten Hinrunde bin ich fast eingepennt. Ironie passt besser zu Lance Butters, dem Iron Man. Bist du bald im Fernsehen, bin beeindruckt. War ich auch schon hier ohne eins. Guck, los, lass mich das VBT-Splash gewinnen. Als Battle King von Rappers Inc. Hier bin ich Chef im Ring. Und zeig dir den Weg zu Gott, ist nicht weit. Ich muss dich nur kurz um die Ecke bringen. Alleine siehst du dich ganz gut. Warum soll ich das dann tun? Darum halt ich dich schlecht. Dafür kannst du sagen, die ersten vier Zeilen sind fresh. Alleine siehst du dich ganz, bist du endlich draußen wie Diablo 3. Alleine siehst du dich ganz gut. 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 Warum soll ich das dann tun? Darum leid ich dich schlecht, dafür kannst du sagen, die ersten vier Zeilen sind fresh. Alleine siehst du dich ganz gut. Warum soll ich das dann tun? Doch ich war so frei und jetzt bist du endlich draußen wie Diablo 3. Mach's ne gute Rückrunde? Interessiert mich nicht, Kreuz! Hi, Kiko! Alle spielten live on stage, war schon der Dezibelmesser auf Weekend. RTL kam mit Fragen über deinen Erfolgsrap. Auch die Antworten hatten sie vorgeschrieben, voll nett. Ob es auch bei der Bravo-Welt zum Hype reicht? Falls ja, High Five. Es wurde ein Skript verfasst, du hast brav mitgemacht und nicht nur wegen Schmächtigkeit sehr gut ins Bild gepasst. Los, Weekend, schreib einen Text im Bus. Und dann bekommt vom Gig die Backstage Klos. Cool, dass dich als vier Leute endlich kennen. Bei denen stehst du auf dem Papier als deutscher Eminem. Verkauf dich Weekend und halt an deinem Ziel fest. Aber mal ehrlich, was ist denn mit der Realness? Alleine siehst du dich ganz gut. Warum soll ich das dann tun? Darum weiß ich dich schlecht, dafür kannst du sagen, die ersten vier Zeilen sind fresh. Alleine siehst du dich ganz gut. Warum soll ich das dann tun? Doch ich war so frei und jetzt bist du endlich draußen wie Diablo 3. Basti, sag mal, wie battelt man diesen Weekend so heftig weg, dass er dir den Sieg schenkt? Mit seinen eigenen Waffen, dann pisst er sich ins Hemd. Als erstes stellst du dich vor, weil er dich sicherlich nicht kennt. Er rappt lässig, aber wahrlich, Rap-Skills hat er gar nicht. Bedeutet, er benutzt weniger Technik als die Amish. Ist der Sieg mit einem dünnen Witz schon leicht verdient? Ja, soll ich sie Opfer nennen? Nein, im Ruhrgebiet müsste man sie als